Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tollfuß und wir lernen heute Crusader Kings 3. Dieses Video ist mittlerweile das vierte Anhangvideo für die zugehörige Einsteiger-Tutorial-Reihe auf diesem Kanal und befasst sich mit 26 Fragen und 26 Antworten zum Thema Vasallen, Charakter und Reichsverwaltung. Im Gegensatz zu den vorherigen Anhängen werden in diesem und dem vorherigen Video Fragen aus dem Kommentarbereich und Livestream kurz und bündig behandelt. In der Videobeschreibung findest du die entsprechenden Themen und den zugehörigen Timecode aufgelistet, so kannst du dir vorab einen Überblick verschaffen. Oder du schaust es dir komplett von vorne bis hinten an und erfreust dich an den ein oder anderen für dich neuen Informationen. Solltest du bisher wenig oder kein Wissen von Crusader Kings 3 haben, empfehle ich dir zuerst die Tutorial-Reihe auf diesem Kanal anzuschauen. Basierend auf dieser Grundlage und deinen ersten selbstgespielten Durchgängen kannst du anschließend dein Wissen mit den Anhängen vertiefen. Viel Spaß und los geht's! Die Frage nach mehr oder weniger Vasallen lässt sich nicht eindeutig beantworten. Besitzt du mehr Vasallen mit wenig Ländereien, sind diese einzeln betrachtet relativ schwach und können dir bei schlechter Meinung alleine nicht sehr gefährlich werden. Allerdings erhöht sich dadurch dementsprechend dein Vasallenverwaltungsaufwand, um all deine Untergebenen zufriedenzustellen. Schließlich hat jeder davon eigene Ansprüche und Meinungen zu deinen unterschiedlichen Herrscherentscheidungen und Aktionen. Besitzt du hingegen als Lehnsherr relativ wenig Vasallen, welche dafür aber mehr Nationen unter sich vereinen, können dir diese bei schlechter Meinung relativ schnell gefährlich werden. Allerdings verringert sich dadurch dein Vasallenverwaltungsaufwand aufgrund der geringen Anzahl erheblich und du musst nur diese auch zufriedenstellen. Welche Vorgehensweise dir besser liegt, musst du hier selbst entscheiden. In der Regel ist es aber entspannter, zum Beispiel als Kaiser nur noch überwiegend Könige unter dir als Vasallen zu haben. Damit kannst du dich auf diese konzentrieren und musst dich nicht mehr mit jedem kleinen Grafen oder Herzog herumschlagen. Nachbarliche Mitvasallen des gleichen Lehnsherrn kannst du als Stammesregierung nicht plündern. Räubern und Brandschatzen ist nur bei Provinzen eines fremden Lehnsherrn möglich. Ob du deine überschüssigen Titel an Verwandte oder fremde Charaktere abgibst, ist leider nicht eindeutig zu beantworten. Viele Spieler geben ihre Domänen an Verwandte, da diese in der Regel eine höhere Meinung vom eigenen Charakter besitzen und somit weniger anfällig für Rebellion und Aufstand sind. Mein eigener Ansatz ist hingegen, dass ich meine Titel zumeist an nicht verwandte Charaktere übergebe, da diese in der Regel keinerlei Ansprüche auf meine noch gehaltenen Titel besitzen. Ein richtig oder falsch beider Ansätze ist hier nicht wirklich festzulegen. Viel wichtiger als die Frage nach Verwandtschaft oder nicht ist meiner Meinung nach, dass die zukünftigen Titelträger deine Kultur und Religion und keine Eigenschaften wie zum Beispiel ehrgeizig besitzen. Hier lässt sich viel Ärger vermeiden, wenn von Anfang an auf die richtigen Werte und Eigenschaften geachtet wird. Vasallen kümmern sich eigenständig um die Verbreitung ihres Glaubens und ihrer Kultur. In der Regel dauert dies einige Jahre, sodass man sich als Lehnsherr entweder in Geduld üben muss oder die Konvertierung, zum Beispiel via religiösen Berater oder Verwalter, in die eigenen Hände nehmen kann. Verstärkt wird die Vasallenkonvertierungsrate durch angrenzende Provinzen, welche bereits die gewünschte Religion oder Kultur besitzen. Eine Statistik, welche den aktuellen Status deines Vasallen in Bezug auf geplante Konvertierungen anzeigt, gibt es derzeit leider nicht. Als Graf ist es dir nicht möglich, andere Titelträger mit dem Rang eines Grafen oder höher unter dir als Vasallen zu besitzen. Für die Eingliederung in dein Reich benötigst du einen Herrschaftsrang, welcher mindestens eine Stufe höher als der zu vasallisierende Charakter ist. Das heißt, als Herzog kannst du nur Grafen unter dir haben, als König nur Herzöge und Grafen und als Kaiser sowohl Könige, Herzöge und Grafen. Bürgermeister und Bischöfe werden hier gesondert betrachtet, da diese immer als Vasallen gelten. Beim Verteilen deiner überschüssigen Domänen solltest du also zumindest den Rang eines Herzogs innehaben.
Wenn dies noch nicht möglich ist, solltest du statt einer Verteilung lieber die Erhöhung deines Domain-Limits in Betracht ziehen, sodass du den Titel weiterhin selbstständig ohne Abzüge halten kannst. Deine Vasallen kümmern sich selbstständig um den Ausbau ihrer eigenen Domänen. Die Voraussetzungen hierfür sind gleich mit deinen eigenen als Herrscher. Mit genügend Gold und bekanntem Kulturinteresse wachsen auch die Provinzen der Untergebenen mit der Zeit entsprechend an. In der Regel macht es keinen Sinn, die Domänen deiner Vasallen mit neuen Gebäuden auszubauen. Da deine Untergebenen diese über die Zeit mit ihrem eigenen Gold selbstständig ausbauen und du je nach eingestellter Vasallenbande nur einen minimalen Goldanteil der Verbesserungen erhältst, lohnt sich diese Investition nicht. Hast du genügend Gold für einen Gebäudeaus- oder Neubau zur Verfügung, finanziere daher lieber deine eigens gehaltenen Domänen. Die Erhöhung von Steuern und Aufgeboten deiner Vasallen lässt sich am einfachsten über die Vasallenbande regeln. Diese Vereinbarung ist nur bei Feudalregierungen vorhanden und legt fest, welche Abgaben und Regelungen zwischen Lehnsherrn und Vasall gelten. Bei der Erhöhung dieser Werte muss immer mit einem Zugeständnis oder einem Druckmittel erfolgen, um abgeschlossen werden zu können. Eine globale Änderung von Aufgeboten und Steuern lässt sich alternativ über die Lehnsautorität durchführen. Je höher die Autorität, umso mehr Aufgebote und Steuern müssen von deinen Untergebenen abgeführt werden. Wenn du dich nicht an deine eigene Kultur gebunden fühlst, kannst du mit deinem Charakter zur neuen Provinzkultur wechseln, indem du als direkter Besitzer einer Domäne mit der Zielkultur deinen Reichssitz dorthin verlegst. Anschließend kannst du im Entscheidungsbereich den Eintrag zur lokalen Kultur konvertieren wählen. Oder du lässt deinen Haupterben von jemandem ausbilden, welcher die gewünschte Zielkultur bereits besitzt. Im zugehörigen Bildschirm hast du dann die Option, das Häkchen bei Kultur ändern zu setzen. Diese Methode dauert etwas länger, schließlich muss dein Sohn erst erwachsen werden und deine Titel übernehmen, allerdings musst du hierfür dann nicht extra deinen Reichssitz verlegen. Für selbstgehaltene Herzogstitel gibt es eine maximale Grenze von 2 Stück, welche ohne Meinungsabzüge bei deinen Vasallen gehalten werden können. Alles, was darüber hinausgeht, verstimmt deine Untergebenen und reduziert deren Meinung dir gegenüber. Diese Einschränkung betrifft dich nicht, wenn du selbst ein Herzog bist. Nur als König oder Kaiser tritt dieser Malus in Kraft. Des Weiteren gibt es diese Einschränkung nur für zu viel gehaltene Herzogstitel. Grafschafts-, Königs- oder Kaisertitel kannst du nach Belieben ohne diesen speziellen Meinungsabzug tragen. Besitzt du zu viele Herzogtümer, solltest du die überschüssigen Titel vernichten oder an Vasallen übertragen. Wenn du genügend Provinzen eines neuen Titels besitzt, lohnt es sich, diesen vielleicht auch zu erstellen. Zum einen generiert jede Titelerzeugung Prestigepunkte für dein Reich, zum anderen lassen sich damit Meinungsmalusse bezüglich nicht rechtmäßiger Lehnsherren vermeiden. Du solltest allerdings darauf achten, nur die generierten Titel anschließend an Vasallen abzugeben, welche du auch wirklich als Untergebene halten kannst. Gerade wenn du die Grenze deines Vasallenlimits erreichst, schadet es nicht, höher gestellte Herrschaftsränge in dein Reich einzugliedern, um den Verwaltungsaufwand vieler Vasallen auf ein paar wenige zu beschränken. Beinamen für deinen Charakter erhältst du in der Regel via Ereignis oder aktivierten Entscheidungen. Einige davon sind historischen Charakteren vorbehalten und können nicht von jedem Herrscher in Anspruch genommen werden. Die Namenszusätze sind dabei in die Kategorien gut und schlecht eingeteilt. Insgesamt gibt es derzeit mehr als 150 Namenszusätze im Spiel. Die Anspannung verringern kannst du, genügend Gold vorausgesetzt, am einfachsten über die Entscheidungen Jagd veranstalten und Festmahl veranstalten. Des Weiteren tauchen durch bestimmte Charaktereigenschaften neue Entscheidungen in dieser Liste auf, welche dich bei der Entspannung unterstützen.
Besitzt du zum Beispiel eine Hauskatze, kannst du diese streicheln und verringerst deine Anspannung um einen geringen Betrag. Besitzt du die Eigenschaft athletisch, kannst du mit der Entscheidung etwas Anspannung abbauen, deinen Körper antreiben, bis dein Geist Frieden findet. Wichtig ist hier vor allem bei den Ereignissen auf die blauen und roten Anspannungssymbole zu achten. Je nach Charaktereigenschaften wirken sich manche dieser Optionen stärker oder geringer auf dich aus. Die Option Heirat arrangieren listet dir alle heiratsfähigen Kandidaten deines Hofes auf. Die Option Ehepartner finden hingegen alle Kandidaten innerhalb deiner diplomatischen Reichweite. Matrilinear heiraten bedeutet, dass die Kinder dieser Verbindung in die Dynastie der Frau geboren werden. Diese Option, welche beim Abschluss einer Hochzeit oder Vermählung angewählt werden kann, stellt sicher, dass du als weiblicher Herrscher auch weiterhin Dynastieerben besitzt. Ohne diese Erben würde das Spiel nach dem Tod deiner Herrscherin enden. Spielst du einen weiblichen Charakter, sollte matrilinear daher immer bei deiner Heirat gewählt werden. Ist das nicht der Fall, weist dich Crusader Kings 3 nochmal explizit auf diesen Umstand hin. Umgekehrt solltest du vermeiden, eine matrilineare Hochzeit als männlicher Spielercharakter abzuschließen. Im Gegensatz zu Crusader Kings 2 hat Paradox im Nachfolger die Möglichkeit, fremde Charaktere in diplomatischer Reichweite an deinen Hof einzuladen, erheblich eingeschränkt. Dadurch soll vermieden werden, dass perfekte Berater und Ritter ohne viel Aufwand und Investition deinerseits dem Gefolge beitreten. Das Ganze lässt sich derzeit eingeschränkt umgehen, indem es dir als Herrscher möglich ist, deine weiblichen Höflinge entsprechend zu verheiraten. Wählst du hier männliche Charaktere mit guten Eigenschaften aus, kannst du zumindest etwas deinen Hofstaat vergrößern. Kannst du dein Ratsmitglied nicht aus deinem Beraterstab entlassen, hat sich dieser entweder per Druckmittel oder per geänderter Vasallenbande bei Feudalherrschern eine Ratsposition gesichert. In der Vasallenbande findest du die zugehörige Auswahl unter dem Punkt Ratsrechte garantiert. Umgekehrt kannst du als Vasall diese Option natürlich auch nutzen, um dir die Vorteile einer Ratsposition im Lehnsherrenrat zu sichern. Wähle hierfür nach erfolgreicher Vasallenbande, Verhandlung oder Erstellung eines Druckmittels deinen Lehnsherrn und im Menü anschließend Ratsposten verlangen. In der angezeigten Übersicht kannst du dich dann für einen beliebigen Posten entscheiden. Ist deine aktuelle Ehefrau nicht im Beraterblatt als Unterstützerin aufgeführt, befindet sie sich auch nicht an deinem Hof. Dies ist der Fall, wenn sie selbst einen eigenen Herrschaftstitel trägt und mit der Ausübung ihrer Regentschaft in der fremden Provinz beschäftigt ist. Überprüfen lässt sich das ganz einfach im Charakterblatt deiner Ehefrau, wo dir ihre zugehörigen Titel und ihr derzeitiger Aufenthaltsort angezeigt wird. Agenten werden automatisch zu deinem feindlichen Komplott hinzugefügt, wenn diese eine schlechte Meinung gegenüber dem Ziel der Verschwörung besitzen und gleichzeitig auch Einfluss auf die Person nehmen können. Gute Beispiele für einen einflussreichen Agenten sind der Ratsspitzel oder die Ehefrau eines Herrschers. Schließen sich diese deinem böswilligen Treiben an, ist ein Erfolg annähernd garantiert. Willst du nicht warten, dass sich Mitverschwörer automatisch entschließen mitzumachen, kannst du auch prüfen, ob du diese nicht mit etwas Gold von deiner gerechten Sache überzeugen kannst. Wähle dazu im Ränkespielblatt den Button Einladen und prüfe, wer hier eventuell die Seiten wechseln könnte. Erkennbar ist dies am Schiffzug, kann überzeugt werden. Gleichzeitig wird dir die Erfolgschance, welche den Wert in Prozent zu deiner derzeitigen Erfolgschance hinzufügt, sowie auch die Komplottstärke, welche dafür sorgt, dass das Komplott schneller durchgeführt wird, angezeigt. Nach einem Klick auf den Charakter kannst du diesen entweder mit Gold oder einem eventuell vorhandenen Druckmittel zum Komplott einladen. Ansprüche auf König oder Kaiserreiche mittels deines Ratsbischofs zu fingieren ist derzeit nicht möglich.
Besitzt dein Gelehrter einen hohen Bildungswert, kann er maximal mit etwas Glück einen Anspruch auf ein Herzogtum für dich erarbeiten. Anschließend hast du die Wahl zwischen dem regulären Grafschafts- oder Herzogsanspruch, wobei letzter dementsprechend auch mehr Kosten verursacht. Standardmäßig kannst du nur ein feindliches Komplott gleichzeitig durchführen. Besitzt du die Ränkespieleigenschaft doppelt geschmiedetes Komplott aus dem Anstifterbaum, lassen sich jedoch ganze zwei feindliche Komplotte gleichzeitig ausführen. Dies betrifft nicht deine persönliche Intrige. Diese kann nicht erhöht werden und bleibt bei maximal einem gleichzeitigen Auftrag. Vasallen, welche sich auf der gleichen untergebenen Ebene befinden, also dem gleichen Lehnsherrn unterstellt sind, können sich in der Regel ohne Einmischung von außen, Bündnisse sind hier ausgenommen, bekämpfen. Dass der Lehnsherr bei deiner Ausbreitung innerhalb seiner Grenzen hier nicht misstrauisch wird, ist, und das ist hier nur meine persönliche Meinung, da ich dazu keine gesicherten Informationen habe, von Paradox so gewollt, um dem Spieler überhaupt die Chance eines Aufstiegs zu ermöglichen. Würde dein Lehnsherr dir jedes Mal auf die Finger klopfen, wenn du dir eine Grafschaft eines Mitvasallen krallst und damit für ihn eine erhöhte Gefahr darstellst, wäre dies zwar realistischer, aber für den Spieler selbst weitaus unbefriedigender, da ein Vorankommen schwer möglich wird. Einmal beschlossene Bündnisse können nicht ohne weiteres wieder gelöst werden. In der Regel bleiben drei Wege, um von diesen Allianzen entbunden zu werden. Kam das Abkommen über die Heirat zweier Charaktere zustande, solltest du dafür sorgen, dass diese Verbindung durchtrennt wird. Am einfachsten lässt sich dies mittels feindseligem Mordkomplott erreichen. Stirbt eine der beiden Personen, löst sich auch das Bündnis. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dem Bündnispartner den Krieg zu erklären. Eine sehr kostspielige Variante, welche sowohl Prestige und Ruhmverlust sowie einen Meinungsmalus zur Folge hat. Die dritte Variante ist, die Zusage zur Hilfe in einem Bündniskrieg zu geben und anschließend nicht zu helfen. Der jeweilige Kriegspartner wird sich nach einiger Zeit melden und dich auffordern, dein Versprechen einzuhalten. Lehnst du hier ab, bricht das Bündnis mit all seinen bereits bekannten Nachteilen. In diesem Zusammenhang ist noch wichtig zu wissen, wird eine Allianz während eines Krieges gelöst, gilt diese weiterhin noch bis zum Ende eben dieses Krieges. Sofern nicht die in das Bündnis involvierten Charaktere sterben, überträgt sich dieses nach dem Tod des Herrschers auf den Nachfolger. Erstellst du zum Beispiel eine Allianz basierend auf der Heirat deines Erben, bleibt durch deinen Herrschertod diese Verbindung davon unberührt und besteht weiter. Basiert dieses Bündnis auf der Heirat deines aktuellen Charakters, wird es hingegen aufgelöst. Gleiches gilt für Abkommen, welche über den Lebenswandelpunkt defensive Verhandlung im Diplomatiebaum zustande kamen. Um eine Anspruchstellerfraktion mit deinem Charakter als neuen Thronanwärter zu erstellen, benötigst du einen Anspruch auf den gewünschten Titel. Diesen kannst du durch Vererbung, geschickte Diplomatie oder den Lebenswandelpunkt Meritokratie im Administrationsbaum erhalten. Für letzteres muss allerdings anschließend noch ein feindliches Komplott zur Fingierung eines Thronanspruchs bei deinem Lehnsherrn durchgeführt werden. Anschließend kannst du im Fraktionsblatt den Menüpunkt Anspruchsteller Fraktion erschaffen wählen. Klicke dann auf deinen Eintrag und wähle den gewünschten Titel. Mit Anspruchsteller Fraktion gründen erstellst du die Fraktion. Wie auch bei einem feindlichen Komplott kannst du, sofern vorhanden, weitere Mitglieder zum Beitrag zwingen. Allerdings benötigst du dafür mindestens ein starkes Druckmittel. Verfügst du nicht über letzteres, kannst du nur durch gute Beziehungen zu deinen Mitvasallen die Chance erhöhen, dass sie sich selbstständig dafür entscheiden, dir bei deinem Anspruch zu helfen. Besitzt einer deiner Vasallen den Meinungsmalus nicht der rechtmäßige Lehnsherr, liegt das daran, dass die von dir gehaltenen Titel nicht de jure mäßig über dem Vasallentitel liegen. Innsbruck gehört zum Beispiel de jure zum Herzogtum von Tirol.
Da Herzog Otto II. Von Bayern als Lehnsherr des dortigen Grafen derzeit allerdings nur den Titel Herzogtum Bayern hält, ist der Innsbrucker Graf darüber zu Recht verstimmt. Abhilfe kann hier die Erschaffung oder Übernahme des gewünschten Titels, in unserem Beispiel des Herzogtums von Tirol, durch Herzog Otto II. Von Bayern bringen. Oder man ignoriert den Meinungsmalus von mageren 5 Punkten und lässt sich nicht von seinen Vasallen vorschreiben, was zu tun ist. Und damit endet dieses vierte Anhangvideo für unsere CK3 Tutorial-Reihe. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen kurzen Fragen und Antworten Crusader Kings 3 etwas näher bringen und das ein oder andere Problem lösen. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann freue ich mich über einen Kommentar hier unter diesem Video oder melde dich dazu einfach auf unserem Discord. Den zugehörigen Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Und wenn du noch mehr zum Thema Crusader Kings 3 oder Strategiespiele allgemein erfahren möchtest, dann nutze am besten den Abonnieren-Button hier auf YouTube, um automatisch über neue Videos informiert zu werden. Ich wünsche dir viel Spaß mit Crusader Kings 3.